Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um Minigames, die auf Griefer Games diesem Jahre noch erscheinen könnten. Damit meine ich nicht Minigames, die von irgendwelchen Streamern oder Spielern erstellt wurden, zum Beispiel PR Minigames und dann spielst du da mal ein Jump'n'Run und fertig, sondern eigene Griefer Games Minigames, die dann über die Griefer Games Cloud laufen. Welche Minigames und wie das Ganze funktionieren wird, das klären wir in diesem Video. Das Thema Minigames wurde jetzt in Abgestreams schon des Öfteren angesprochen und am 13. Januar, das war von dem Aufnahmezeitraum jetzt gestern, wurden gut viele Infos rausgehauen dazu. Darauf kam Abge nochmal auf den Meinsucht.net-Server zurück. Für Leute, die den Meinsucht.net-Server jetzt nicht kennen oder nur kleine Teile davon sich erinnern können, was das eigentlich war. Das war eben der Minigame-Server von Abgegrieft und Flutastisch, der 2016 aufgemacht hat und 2021 eben, weil die Geldreserven aufgebraucht waren, zugemacht hat. Seit 2017 war ich aktiver Meinsucht.net-Creator und habe dementsprechend auch gut aktiv Content für den Meinsucht.net-Server gemacht und ab, ich glaube, ein Jahr vor Serverschluss 2020 müsste das gewesen sein, habe ich da auch den Gold-Plus-Rang erhalten. Das war so die Unterstufe vom YouTuber-Rang. Ziel war es davon auch noch, sich auf den YouTuber-Rang hochzuarbeiten, was dann aber leider nicht mehr möglich war. Ihr könnt euch auch gerne auf meinem Kanal umsehen, da gibt es genug Meinsucht.net-Videos. Aber zum Meinsucht.net-Source-Code wurde auch gesagt, dass er nicht so modern ist wie die neue Griefer Games Cloud. Da wurde halt gemeint, dass die Griefer Games Cloud, die jetzt komplett aufgesetzt wurde, viel einfacher Minigames umzusetzen ist, als wenn man das alte Meinsucht, die Plugins, den Source Code nimmt und auf Griefer Games packt. Minigames wie Bad Wars, Sky Wars oder sowas soll auch gar nicht auf Griefer Games kommen, sondern so eher kleine Mini-Minigames. Darunter fällt zum Beispiel ein Versteckenmodus, ich nenne es jetzt mal Hide and Seek, dann Jump'n'Run wurde von Abgegrieft auch gut geredet, das würde er auch fühlen. Dann wurde einmal Bilder-Battle genannt und da kann ich mir drunter vorstellen, dass es so eine Art Master-Builders wird. Bedeutet, man bekommt ein Thema und muss dazu was bauen und die anderen bewerten das dann zum Ende, wenn dann die Zeit abgelaufen ist. Ein mehr oder weniger bestätigter Minigames ist noch Laser Tag. Da kam auch aus dem Chat der Vorschlag, dass man den alten Griefer Games Spawn nimmt und darauf eben Laser Tag spielen kann. Wenn ich weiß, was Laser Tag ist, ich blende es mal hier im Hintergrund ein. So, es gibt es ja schon in Minecraft, aber sowas dann halt beim alten Griefer Games Spawn ist schon mal was Geiles. Cosmo, wer ihn nicht kennt, ist ein Developer auch von Griefer Games, war auch im Chat dabei, hat gemeint, er wäre dabei, fand er abgecoolt. Deshalb würde ich mal stark darauf schließen, dass wir uns bald auf ein Laser Tag am alten Griefer Games Spawn freuen können. Wann dieses Minigame Update jedoch kommt, ist noch nicht bekannt, geplant, wie auch immer. 2023 wird jetzt dran gearbeitet. Die nächsten Monate sollten wir uns noch nicht darauf freuen. Ich denke mal so, frühestens Mitte des Jahres wird es released, vielleicht auch später. Gut, jetzt haben wir die Minigames, aber wie funktioniert das denn dann überhaupt? Wir haben zum Beispiel schon dieses kleine Minigame 4 gewinnt und so ungefähr wird das nämlich ablaufen. Wenn ihr nämlich ein 4 gewinnt Turnier startet, dann kommt nämlich eine Chatnachricht, wo steht, der Teddybär hat ein 4 gewinnt Turnier gestartet und dann die Plotnummer. Dann geht man dahin, tut sich in die Warteschlange hinzufügen und sobald der Leader sagt, yo, wir sind genug Spieler, es geht los. So ungefähr wird das nämlich auch passieren. Im Chat wird dann eine Nachricht kommen, yo, der Spieler XY will ein Hide and Seek machen und dann kann man sich eben in eine Warteschlange oder Quivitz, wie es genannt wird, eben hinzufügen. Und dann bei genug Spielern geht das Minigames los und du wirst teleportiert auf die entsprechende Map. Wir haben jetzt 4 Minigames genannt bekommen. Es werden, denke ich mal, noch mehr kommen. Welche sind natürlich jetzt noch nicht so bekannt. Falls ihr Vorschläge habt, was auf Griefer Games als Minigame geil wäre, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare und wie das funktionieren könnte. Ansonsten wäre es das auch mit dem Video gewesen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Nicht vergessen, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr auf meinem Kanal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt hier fleißig Kommentare, was ihr euch wünscht. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag 17 Uhr hier auf diesem Kanal oder auf Twitch. 17:30 im Normalfall. Den Contentplan findet ihr auf meinem Discord-Server, Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao, Leute.